Rossan ist ein Pokémon mit den Typen Eis und Psycho, existiert seit der ersten Generation und ist die letzte Entwicklungsstufe von Cossilla. Rossana ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und humanoides Pokémon, das sich in den Farben Rot, Violett, Weiß und Blond präsentiert. Der untere Körperteil sowie die Brüste sind rot, die Arme sind weiß, Hände und Gesicht sind violett und schließlich hat Rossana noch blonde Haare. Diese fallen dann zu mehreren dicken Strähnen vom Kopf herab und gehen etwa bis zur Hälfte oder bis zur Hüfte und haben einen Mittelscheitel. Das Gesicht ist dabei von den Haaren umrahmt. Es besteht dann dabei aus zwei länglich runden Augen, die aus einer weißen Lederhaut, einer kleinen schwarzen Pupille bestehen. Und ja, der Mund ist mit vollen pinken Lippen ausgestattet und die weißen Arme sind mit je zwei ovalen Auswüchsen an den Ellbogen ausgestattet. Rossana hat an jeder Hand fünf Finger und direkt unter dem Gesicht sind die beiden runden Brüste zu sehen, die von einem goldenen Rand umrahmt werden. Der untere Körperabschnitt wirkt wie ein rotes, weißes Kleid, wie ein rotes, weites Kleid und das rechts und links nach unten gerichtete Spitzen besitzt. Und von der Mitte der Brüste aus verlaufen dann zwei dünne schwarze Linien bis zum Boden. Und anschließend haben wir noch die Shiny Form, wo die roten Körperstellen rosa gefärbt sind. Rossana ist ein in freier Wildbahn sehr selten zu beobachtendes Pokémon, das auch lediglich in den wenigen Gebieten der Region Kanto, Johto, Einal und Kalos heimisch ist. Das Pokémon ist bei der Wahl seines Lebensraumes sehr anspruchsvoll und lebt ausschließlich in wenigen vereisten Höhlen. Meistens sind diese Höhlen zum Teil auch mit Wasser überflutet und Rossana verträgt dabei kein zu warmes Klima und zieht sich bei steigenden Temperaturen in die Tiefen der Eishöhlen zurück. Außerhalb dieser Höhlen wird es kaum gesehen. Es spricht in einer seltsam unverständlichen Sprache, deren Rhythmuszuhörer zu tanzen beginnen lässt. Es stößt dabei unterschiedliche Rufe aus und es scheint, dass jeder Ruf eine andere Bedeutung hat. Seine Sprache ist dabei der menschlichen Sprache recht ähnlich, trotzdem ist sie nicht zu verstehen, was es sagt. Rossana scheint aber ohnehin bevorzugt durch Tanz zu kommunizieren. Denn auch beim Gehen bewegt sich Rossana nach einem besonderen Rhythmus. Es wiegt und schwingt seine Hüften, als würde es tanzen. Seine Bewegungen wirken dann so anziehend auf Menschen, dass diese ebenfalls beginnen, mit den Hüften zu schwingen, ohne darüber nachzudenken. Und dabei bestimmt seine Gemütslage den Rhythmus. Rossana bildet die letzte und einzige Entwicklungsmöglichkeit des Baby-Pokémon Cossilla, welches jedoch erst seit der zweiten Spielgeneration existiert. Das entwickelt sich in den Spielen automatisch auf Level 30 weiter und dadurch erhält es ein rotes Kleid sowie längere und hellere Haare und eine etwas dunklere Hautfarbe. Die Typschwächen sind wieder etwas komplizierter. An sich nimmt es halben Schaden gegen Eis- und Psychoattacken. Und ansonsten nimmt es doppelten Schaden gegen Käfer, Gestein, Unlicht, Stahl, Feuer und Geistattacken. Wenn das Pokémon Trockenheit hat, dann wird Wasser, das normalerweise normalen Schaden macht, zu 0 mal Schaden und Feuer wird zu 2,5 Schaden. Und in Spielgeneration 1 ist es noch gegen Typen Geist, wo es jetzt doppelten Schaden nimmt, noch immun.